Einen wunderschönen, schön, dass du wieder dabei bist. Zurück zu Prison Architect. So, die Erweiterung der Grundversorgung ist ja gerade so gut gegangen. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Küche erweitern. Das ist natürlich wieder so eine Sache, da kann mehr Scheiße passieren, als uns lieb ist. Und bei unserem Glück passiert da eine Menge Scheiße. Wir haben da ein Gefühl, oder ich habe da einen ganz guten Draht für, Scheiße zu machen. Wir haben jetzt nämlich jetzt so mehrere Punkte, die wir, die groß werden. Das ist die Erweiterung der Küche, mal wieder, und der dazugehörigen Kantine. Und die Erweiterung oder die Umstellung des Stromnetzes. Habe ich das nicht schon gemacht? Nee. Die Umstellung des Stromnetzes in Zusammenhang mit der Erweiterung der Werkstätte. Das sind die nächsten großen Themen. Heißt allerdings eine Menge Arbeit. Was haben wir vor? Wir wollen nämlich erstmal den Raum da unten. Das können wir nämlich schon mal machen. Als Personalraum definieren. Das heißt, wir können hier Objekte demontieren. Hier die ganzen Sachen. Hier alles abbauen. Genau, dann den Personalraum als Personalraum nicht mehr definieren. Nämlich hier kommt Parkett jetzt rein. Die Jungs wollen ja, die haben ja Bock. Und zwar bauen wir jetzt hier so ein paar Sofas rein. Breite Sofas. So, können die sich unterhalten ein bisschen. Dann kommen hier die Spielautomaten rein. So. Ah ne, den Spind brauchen wir nicht. Ein Getränkeautomat, klar. Wachen wollen ja auch was trinken. Dann kriegen die natürlich. Boah, sogar zwei Billardtische. Bücherregale. Klar, natürlich. Belesene Wachen sind immer gerne gesehen. Und die guten alten Fernseher. Auch die sollen nicht fehlen. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist der? Wo ist der gute? Wo ist der gute Raum? Der Personalraum, da ist er. Zack, Personalraum definiert. Alles da, alles toll. So, das heißt, wir haben hier einen Raum, der noch ungenutzt ist. Ich könnte eigentlich hier eine Wache reinbauen. Zack, der sich immer um... warte mal, nur für Personal, kann ich mich jetzt sagen. So, zack, zack. Genau wie das da oben, ist auch nur für Personal. Das ist egal. Ja, hier ist nämlich jetzt nur Personal. So, das Lager haben wir da erweitert. Weil ich jetzt hier jemanden hingestellt habe, der immer das Tor auf und zu macht. Hier haben wir jeweils einen, der die beiden Tore aufmacht. Und da haben wir dann einfach, wir können eigentlich noch ein paar Wachen einsetzen, weil ich meine, Hammers. Und 10 bewaffnete Wachen. Eine bewaffnete Wache nehmen wir noch einen. Und noch 2 von denen. Ich könnte eigentlich mal schauen. Sieht das hier eigentlich noch human aus? Hier sind ja jetzt jeweils welche drin, ne? Ja, da sogar 3. Das ist sogar gut. Nee, so muss das sein. Hundepatrouillen gehen ja auch ihre bekannten Wege. Eigentlich müssten die Hundepatrouillen hier reinführen. Weil die müssen ja erschnüffeln, wo Drogen sind und sowas. Ich meinte, jemand hatte mir auch geschrieben, dass die Hunde das erschnüffeln können. Demnach machen wir das mal so. Können wir das sagen?
Achso, wir haben gar keine. Ach, wir haben gar keine Hundewege. Ah. Das erklärt natürlich einiges, wenn gar keine Hunde stationiert sind, dann können die natürlich auch nichts erschnüffeln. Ah, das erklärt einiges. Boah, die Küche muss dringend erweitert werden, vor allen Dingen der Kühlschranktrakt. Was ich jetzt schon mal machen kann, ist, ich kann das hier planieren. Boah, das wird nicht gut gehen. Ich mach das nur so. Ne, ich muss das planieren. Boah. Jetzt kommen nämlich die Ausbrüche. Schnell wieder zumachen. Jetzt, na, wie viele Ausbrüche haben wir? In der Zwischenzeit. Keinen. Oh. Ja, hier. Ach, jetzt geht das wieder los mit dem Geflagge. Hm. Was ist denn hier los? Ein Hofgang. Während des Hofgangs. Was macht ihr da für Sachen? Leute. Macht da keinen Scheiß. Ja, die riechen das. Aber die können das. Ich kann ja schlecht. Ach, keine Ahnung. So, okay. Das passt. Die Erweiterung kann ich eigentlich schon mal vornehmen. Nee, kann ich nicht. Boah, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie mache ich das am besten? Ich muss nämlich hier diese ganzen Sachen verschieben. Moment, nee, hört mal, Leute. Das hier ist nicht für euch. Da habt ihr überhaupt nichts verloren. Außen. Da rennen die nämlich außen rum. Die Lords und Ladies. So, was ich definitiv... Ich muss... Nee, jetzt muss ich alles in der Nacht machen. Nee, das kann ich schon mal abreißen. Hier. Das hier, den Mittelgang kann ich schon mal abreißen. Das ist ja... Oh. Ist da wieder eine kurze Aufwallung? Eine kurze Aufwallung von Gewalt? Aber das kann ich nämlich abreißen. Das ist scheißegal. Ja, jetzt wird natürlich wieder hier der Einsatz. Nee, die kann... Ach so, das bleibt. Okay, jetzt kann ich das hier schon mal... Kann ich das hier abreißen? So. Und die Tür kann ich demontieren. Genau wie diese Tür. Die brauche ich nämlich auch nicht. So, dann kann ich schon mal abreißen. Ne, dann wird's nicht mehr als Küche definiert, ne? So, es geht nämlich jetzt gleich los um 10. Das muss gemacht werden. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Lass uns das mal kurz planen. Was ich jetzt schon machen kann, ist, ich kann Keramikfliesen legen. Nee. Es muss hier dieser Raum gebaut werden. Das kann ich schon mal in Auftrag geben. Kann ich auf jeden Fall schon mal einen Auftrag geben. Das ist nämlich egal, weil die gehen nämlich jetzt gleich schlafen. Nämlich jetzt. Siehst du, so, die rücken alle ab. In der Zeit kann ich schon mal eine Razzia machen. So, okay, jetzt lasst uns mal ganz kurz nachdenken. Was wir machen können ist, das ist allerdings relativ unwichtig, machen wir aber trotzdem, dann ist es nämlich aus dem Sinn... So, das muss gemacht werden. Dann muss hier die Tür demontiert werden. Und die Mauer muss hier hin... Achso, das kann ich erst machen, wenn die Mauer erweitert wird. Okay. So, dann muss hier eine Mauer gezogen werden. Um die Küche... Warte, nein. Demontieren. Wir müssen erst diese Dinger hier demontieren. So, und zwar das hier, das hier, das hier. Die beiden müssen demontiert werden.
Dann muss eine Mauer gezogen werden. Und zwar, ich sag mal, der Kücheneingang wird sich hier befinden, in der Mitte. Ich muss mal die ganzen Planungssachen wegpacken. So. Lass mich kurz nachdenken. Ich will die Versorgung erweitern. So, nee. Die Versorgung muss warten. Ich will erstmal gucken. Oh, warte mal, haben die da jetzt schon Räume? Haben die jetzt da schon was gefunden? Nee. So, hier wird jetzt erstmal gebaut. Lass die jetzt erstmal hier bauen. So, eine Definierung der Räume. Genau, das ist nämlich auch wichtig. So, die Küche. Die Kantine ist nämlich jetzt nicht mehr hier. Die Kantine ist nämlich jetzt das hier. Das ist jetzt die Kantine. So, und die Küche ist jetzt das hier alles. So. Das ist schon mal eine Definitionssache. Dann würde ich ganz gerne erstmal die... Die Küche läuft ja nicht weg. Das kann ich aber noch morgen notfalls machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Tische und Bänke erweitern. Wir wollen hier unten die Serviertische behalten, ne? Das passt. Ja, da passen die doch durch. So. Wir belassen die zwei hier. Ah, wobei... Also entweder hier oder hier. Machen wir hier einen und machen stattdessen den hier weg und hier einen hin. Okay. Das passt. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ach, hier ist der Strom. Okay. Einsatz. Genau. Wir brauchen jetzt 4 Leute in der Kantine und einen in der Küche. Sicher ist sicher. Okay. Was ist denn hier los? Achso, die erschnüffeln hier noch was. Okay, da kommt jetzt noch das hin. Gut, okay. Das passt. Die Serviertische. Dann können die nämlich erstmal... Lassen wir das erstmal so für den ersten Tag. Oh, warte mal. Hier muss noch eine Mauer hin. So. Und dann können wir nämlich sagen, außen ist nur das, genau. Das bleibt so. Das ist gut. Das ist gut. Es müsste sowas wie ein Sonar geben. Ein Sonar, dass man quasi sagt, okay, hier in dem Bereich, wo Sachen gefunden werden, werden noch dementsprechend Sachen angelegt. So, wir können die Stromerweiterung, die können wir aber schon mal machen. Weil nämlich, ich weiß nämlich ganz sicher, dass wir... Mache ich das hier hin? Nee, das mache ich heute Nacht. Das ist mir lieber. Ich kann aber schon mal in der Zwischenzeit, das können die ja machen, das ist ja Wurst. Das ist ja, das kann man ja auch während des Tages. Was ist hier los? Warum ist hier schon wieder Action? Geht doch mal durch. Leute, es ist genug Duschfläche für alle da. Ich glaube, hier muss auch mittlerweile ein Vierter rein. Warum? Oh, was? LOL, der hat einen Arzt getötet. Boah, kann man ihn zum Tode verurteilen? Boah, der kriegt 24 Stunden Isolierung. Ist mir scheißegal, wie alt er ist. Hat der einen Arzt gekillt? Ich glaube, es geht los. Also wir können ja über alles reden, ne?
Nein, eigentlich kann man es nicht, aber einen Arzt killen, das geht ja mal gar nicht. Die Jungs sind zu eurer. Die wollen euch schützen. Ey, Junge, das passt ja hier sogar perfekt. Das ist ja mal richtig geil kalkuliert. Oh. Das war ja mal richtig geil kalkuliert von mir. Eigentlich war es purer Zufall, aber wir wollen einfach mal sagen, das ist richtig gut kalkuliert von mir. Ja, hier kommen nämlich jetzt noch jede Menge Banker rein. Genau wie hier. So, jetzt kommen hier noch ein ganzer Arsch von Tischen. Und dann will ich nicht hören, dass jemand sagt, ich habe kein... Ich habe zu wenig... Essensmöglichkeiten. Habe ich hier noch keine Bank hingestellt? Ah. So, das ist doch mal eine Kantine für, keine Ahnung, mindestens 500 Leute. Kann ja 8 pro Tisch. Ah, guck mal, das ist doch mal eine Kantine. Das ist doch mal eine mordsmächtige Kantine. Da soll doch mal jemand sagen, die haben hier kein, die haben nicht genug zu essen in dem Laden hier. Oh, hier ist kein Strom. Ja, kann da hochgehen. So, Strom, ja, ist eine gute Sache. Wenn ich den da abziehe und den da dranhänge, müsste er eigentlich eine ganze Weile halten. Muss ich eventuell gar nicht mal den Raum erweitern. Das könnte passen. Einsatz. Achso, ja, hier wollte ich natürlich auch immer einen Einsatz haben. Ah, stimmt, das ist ja abgebrochen worden, weil... Ja, ich erinnere mich. Weil ich ja hier die Wand erneuert habe. Was mache ich eigentlich hier? Erstmal kommen da Gehwegplatten hin. Weil... Sieht sonst scheiße aus. Was mache ich eigentlich hier? Hm. Könnt ihr den Besucherraum... Nee. Lass mal. Ach, wir lassen das erstmal so. Vielleicht fällt uns dann auch irgendwann mal was ein, wofür wir das benutzen können. Wir könnten das Lager... Wir könnten eigentlich einen Lagerweg hier durchführen. Dann müssen die hier nicht immer den Weg durchlaufen. Na, ist eigentlich scheißegal. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier unten kein Gras? Muss doch hier irgendwo... Oh, warte mal. Doch, da habe ich. Ach, hier, die haben ja gar keine... Die haben ja gar keine... Wie heißt es hier? Handelbänke, genau. Wenn die guten Jungs hier trainieren wollen. Hä? Was war das denn? Lol, wie der mitten im linksten Baum steht. What the fuck? Oh, ja, es ist aber jetzt ganz schön runtergegangen, unsere Kohle. Aber das passt. Aber die Küchenerweiterung machen wir jetzt noch. Ach, das sind ja gar nicht die hier. Warte mal, das sind ja andere. Das sind ja Marmorfliesen, die Erweiterung. Ha! Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir wollen die Erweiterung des Stromnetzes. Ja, das ist egal. Das Stromnetz ist erstmal ein Elefant. Das ist total... Das kann man an der Seite machen. Was interessant wird, Öfen. Öfen machen wir mal. Wir machen hier oben zweireihig, würde ich mal sagen. Das sieht gut. Ja, das kann man machen. Wir machen das zweireihig. Wir müssen das alles demontieren, ne? Na egal, das wird schon laufen. Wie viele Tische haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Serviertische. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. 200 Leute. Haben wir nicht hier irgendwo noch Erhöhung auf 200 Zellenblock? Gibt auch nochmal 20k, ne? Naja, nee, lass mal. Warte mal. Achso, ich wollte gerade sagen, warum ist denn das hier so nicht bündig? Aber wir machen jetzt die Doppelzellen. Stimmt, da war ja was. Ich mag das da oben. Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich mag das Pumpwerk da oben. Gibt keine Probleme. Und die sind auch eigentlich relativ zufrieden. Ne? Also,
Warum haben wir eigentlich so viele schwer? Oh, wir haben null zum Tode verurteilt, hä? Ach, guck mal, den geht's doch gut, ey. Den geht es doch hier gut. Den geht es doch hier richtig gut im Gefängnis. Soll doch mal keiner erzählen. Soll doch mal keiner sagen, boah, wie viel in die Kirche gehen. Ah, ich glaube, dass wenn man im Gefängnis ist, man ganz schnell zu Gott findet. So, und jetzt gleich, wenn es dann 10 Uhr schlägt, geht es ab. Ich glaube, dann brauche ich auch noch ein paar Köche, ne? In den Brei verderben. Wie viele Köche habe ich eigentlich? Ich habe... Oh. Direkt im Keim ersticken. Die Revolution hier. Die Rebellion. Rebellion. Revolution ist ja wieder was anderes. 10 Köche, die rotieren. Ich glaube, da müssen dann nochmal 2 hinterher. Okay, es geht los. Wir beginnen mit der Demontierung. Eigentlich von allem. Komplett hier wird demontiert. Komplett hier wird demontiert. Das wird demontiert. Das hier wird demontiert. Versorgung. Es wird die komplette Versorgung hier abgerissen. Die komplette Versorgung, so wie sie ist. Alles wird abgerissen. Kommt ran, Jungs. Ihr habt zu tun. Genau wie diese Versorgung hier. Das ist hier raus. Die gehen nämlich jetzt schlafen. Kriegen eine Razzia. Komm, haut erstmal rein. Haut rein, Jungs. Ihr habt einen vollen Terminkalender. So. Ihr habt einen vollen Terminkalender. So, die Versorgung. Jetzt kommt nämlich die Objekte. Ihr habt 7 Herde. Die 7 Herde werden nämlich 1, 2, 3, 4. So. Außerdem. Werde ich die 2 Reihe durch die 2 Reihe schalten? Warte mal. Erstmal die Kühlschränke. Die Kühlschränke werden hier. Hier oben. Komplett gefahren. Da kann. So, die werden nämlich zweireihig gefahren. Nein, hier nicht. So, das passt. Das weg, weil ich mache es lieber so. Dreireihige? Ja. Ich mache es lieber dreireihig. So. Okay, go. Ihr habt zu tun. Dann wird... Ich mache, glaube ich, noch eine Reihe... Warte mal, Spülbecken. Wir brauchen Spülbecken. So, dann kommen... Nee, geht nicht. Ja. 5 Spülbecken. So. Machen wir so. Dann kommt Demontierung. Demontiert die Mülleimer, Jungs. Und dann kommen noch mehr Herde. Wir haben noch 4 Stück übrig. Nee, haben wir nicht. Komm, ich will alle Leute, will ich hier in Action haben. Ich will alle 30 Leute, die ich hier habe, in Action haben. 25 Leute. Jungs, Action, 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 Action. So, wie sieht denn hier die Versorgung aus? Die brauchen alle Strom. Holy fuck, das wird lustig. Wir versorgen nämlich den kompletten Laden hier mit Strom von hier. Boah, hoffentlich bricht mir da unten das Netz nicht zusammen. Das wird lustig. Ah, yeah, das hätte der nicht gepackt. Wobei, so viel war das gar nicht. So, okay, das sind die Kühltruhen. So, jetzt kommt nämlich das Abwasser. Hier. Kann die komplette Reihe quasi machen.
kann ich quasi machen. So. Das ist das dann nämlich. Mülleimer müssen hier noch rein, ne? Reichen die Herde da unten? Wird sich zeigen. Wird sich zeigen, wir können so lange Mülleimer nehmen, Abfalleimer. Die können wir hier hinpacken. So, genau, weil notfalls kann ich nämlich hier noch Herde hinpacken, die Reihen. Mhm, alles klar. So, Abfahrt. Los. Gibt Gummi, Leute. Gebt Gummi. Wichtig ist vor allen Dingen die Stromversorgung. Versorgung ist auch wichtig. Komm, ihr seid 25 Leute. Haut die Hacken hinterher. Genau. Hier muss die Versorgung auch natürlich stehen. Da nicht auch noch eine Kühltruhe hin? Ah ne, da kommt keine Kühltruhe hin, okay. Das ist doch hier, wo sind die Köche eigentlich? Wir machen noch vier Köche, machen wir fünf Köche, 15 Köche, 15 Köche müssen erreichen. Wo ist der Strom? Kommt Leute, fahrt ran damit. Sieht der Strom hier unten aus? Okay, noch gut. Sind die Herde angeschlossen? Die sind angeschlossen. Das ist angeschlossen. Das sieht nämlich... So, das ist angeschlossen. Oh, Stromausfall. Zu viel. Okay. Das heißt, wir ziehen... ziehen die Herde wieder doch hier rüber. Wir ziehen die Herde doch wieder unten rum. Wir machen das unten rum. Jetzt ist natürlich die Sache, dass das anschalten. Geht. Fährt schon wieder runter. Wieso? Die Versorgung ist doch von diesen Dingern gar nicht mehr gegeben. Ja. Ist denen das schon zu viel? Ist überlastet. Okay. Okay. Das heißt, wir verlegen... Wie sieht's hier aus? Wir verlegen einen Wie machen wir das? Wir müssen jetzt temporär irgendwie das Ding zum Laufen kriegen. Jetzt mal kurz überlegen. Der ist überlastet mit den ganzen Kühltruhen. Das heißt, hier habe ich noch massig Platz. Die Herde gehen jetzt hier unten rum. Ich kann die Kühltruhen nicht separieren. Das heißt, ich muss hier irgendwo separieren. Das heißt, wir gehen jetzt... Wir werden jetzt sagen... Oh, scheiße, die duschen jetzt schon. Wir separieren hier. So. Cutten hier. Und hier und hier. Mach erstmal. Das gibt Mecker, ey. Ich muss den immer wieder anschalten. Scheiße. Damit die duschen können, weil wenn die nicht duschen können, ist richtig
So, okay, wir haben da und da gecuttet. Lass mich kurz überlegen, wo ist die... Da kommt die Separierung. So, hier wird gecuttet. Hier wird gecuttet. Und das heißt, wir müssen euch hier unten anschließen. So, hoffentlich passt das. Passt das denn jetzt hier unten? Das passt. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass hier die... Da ist gecuttet worden. Okay. Okay, die haben schon mal Duschen. Das passt, das passt. Jetzt müssen wir noch schauen, dass hier das strommäßig hier ins Feld passt. Wenn das live geschalten wird. Wenn nicht, müssen wir uns nächste Folge definitiv was einfallen lassen bezüglich des Stromnetzes. Oh, reicht das? Oh, das reicht! Okay, warte mal, die haben hier keinen Strom. Ach hier, weil hier noch fehlt. Okay. Puh. Das ist jetzt schon wieder, okay, und die Küche läuft. Läuft die Küche? Habt ihr genug zu essen? Warum wird auf diesen Töpfen hier nicht gekocht? Stehen die falsch rum? Oh lol, die stehen falsch rum. Naja, ist doch scheißegal, die funktionieren. Gut, wie sieht es jetzt hier oben aus mit der Versorgung? So, boah, die Versorgung steht. Heidewitzka, das war wieder ein lustiges Abenteuer. Die Folge ist auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Schalte auch bitte das nächste Mal ein. Nächste Woche, um die gleiche Zeit. Entweder als Prison Architect. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.